Jetzt kommt noch auch der Nazi mit seiner Lückengeschichte, ja? Jetzt bleiben Sie mal bitte ruhig. Sie reden viel zu viel rein, Herr Rutschenko, ja? Sehr gierig jetzt. Herr Dollhäubel, nehmen Sie mal hier Platz, bitte schön. Ich muss Sie zuallererst belehren, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Verstanden? Mache ich. Ja. Ingo Dollhäubel, 22 Jahre alt, Sie wohnen in Braunschweig, Sie sind ledig, angestellt in einer Gebäudereinigungsfirma. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten? Wen? Nein. Ich kenne ihn nur. Ist ja fast mein Nachbar. Zumindest hat er seinen zwielichtigen Import-Export-Laden in dem Wohnblock, in dem ich auch wohne. Wieso ist denn der Laden des Herrn Rogozenko zwielichtig? Ja, weil solche Läden immer zwielichtig sind. Ich meine, wer kauft denn den Schrott, den die da anbieten? Da kannst du doch nur um Geldwäsche, Waffen oder andere kriminelle Aktivitäten gehen. Ich verkaufe keinen Schrott. Gut, alles ist bei mir legal. Gar keine Vorurteile pauschaler Art über irgendwelche Import-Export-Läden hören, sondern ich will von Ihnen wissen, was Sie da am 23. März beobachtet haben in der Wäscherei. Ja, da komme ich gleich zu. Aber vorher will ich mal eins klarstellen. In seinem Laden, da gehen die Kriminellen ein und aus. Da sind ständig lauter Ausländer mit Waffen und machen dunkle Geschäfte. Da sind oft so komische Typen mit Pistolen. Und der Angeklagte, der war auch immer bewaffnet. Womit denn? Na, mit einem Messer. Könnten Sie dieses Messer beschreiben? Ja, kann ich. Das war eins von den Wurfmessern mit einem ziemlich auffälligen grünen Griff. Die Klinge, wie lang ist die? Etwa 7 bis 10 Zentimeter. Mhm. Schauen Sie mal. Genau, das ist das Messer vom Rogozenko. Schwachsinn, das ist nicht meins. Ich hab's doch x-mal bei Ihnen gesehen. Wo wollen Sie das gesehen haben? Na, bei dem im Büro, Mann. Da lag's am Tisch. Ich hab's da schon öfter liegen sehen. Wenn ich bei uns durch den Innenhof laufe und zufällig bei ihm ins Büro gucke. Kann es vielleicht sein, dass Sie Vorurteile gegenüber ausländischen Mitbürgern haben und deshalb so voreingenommen sind und so misstrauisch auf meinen Mandanten schauen? Damit hat das gar nichts zu tun. Ich bin nur misstrauisch, weil Ihr Mandant ein Krimineller ist. Gut, bevor Sie jetzt wieder irgendwelche Vorteile von sich geben, sagen Sie mir doch jetzt bitte mal, was Sie da am 23. März in der Wäscherei gesehen haben und wieso Sie da waren. Also gut. Die Wäscherei liegt auf dem Nachhauseweg von der Arbeit. Und dort im Hinterhof, da gibt's einen Zigarettenautomaten. Na, und da wollte ich hin. Und als ich so durch den Innenhof laufe, da sehe ich den da, wie ein Irrer auf den Mann da hinten losgeht. Und was haben Sie genau gesehen oder sonst noch gesehen? Die junge Frau lag blutend am Boden in der Ecke. Mhm. Und der Angeklagte wollte sie weiterschlagen. Da habe ich gleich die Polizei gerufen. Mhm. Und als ich wieder in die Wäscherei reinschaue, lag der junge Mann in der anderen Ecke. Und der hat das Wurfmesser rausgezogen und ist damit auf ihn los. Entschuldigung, Herr Richter, darf der das? Darf er so misslügen, nur weil er die alle Ausländer hasst? Ich hab nichts gegen Ausländer, was? Generell! Moment, Moment, Moment. Er darf nicht nur nicht misslügen, er darf überhaupt nicht lügen, egal aus welchem Grund. Okay, ich gebe gerne zu, dass mir der als Nachbar ein Dorn im Auge ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich deswegen hier lüge. Hat noch jemand Fragen zur Sache an den Zeugen? Dann dürfen Sie den Platz nehmen, Sie bleiben unvereidigt. Almira Gordienko, bitte. Guten Tag, Frau Gordienko. Herr Richter, nehmen Sie dieser Mann sofort fest. Mich? Mann. Mal ganz langsam. Erstens nehme ich normalerweise überhaupt niemanden fest. Das macht Polizei und Staatsanwaltschaft. Und zum Zweiten müsste für eine Festnahme schon einen handfesten Grund geben. Hm? Sie wollen Grund haben, Herr Richter. Hier habe ich Grund. Dieser Mann da ist ein Frauenschläger. Was ist denn das? Das sind Fotos von dieser Mann, wie er eine Frau geschlagen hat. Also jetzt beruhigen wir uns erstmal. Ja, wir können da später noch drüber reden, aber jetzt machen wir das ganz normale Prozedere. Ich muss Sie erstmal belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. So, und dann zu Ihrem Personal. Sie heißen Almira Gordienko, 25 Jahre alt. Sie haben die moldauische Staatsangehörigkeit. Sie sind, wohnen jetzt in Braunschweig. Sie sind ledig, Model von Beruf, verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Nein. Also bevor wir zu diesen angeblichen belastenden Fotos kommen, reden wir erstmal über das, wieso ich Sie geladen habe. Und zwar 23. März 2009 in dem Import-Export-Laden von Herrn Rogozenko. Da waren Sie, stimmt das? War ich, bin laden gegangen, war 21.30 Uhr zu Hause, habe keine Batterien für meine Taschenlampe, wollte was im Keller suchen. Hatte Glück, weil Wladimir war noch da und ja. Während Sie da in seinem Laden waren, hat er da einen Telefonanruf bekommen? Ja, er hat eine Frau, hat eine Jelena hat angerufen, hat gesagt, hat im Telefon geschrien, hilf mir, Wladimir, du musst sofort kommen, mir helfen. Wladimir sagt mir, okay, Almira, wir müssen jetzt raus aus dem Laden, weil ich muss... Ja. Helfen gehen. Sehen Sie,
Ich habe nur die ganze Zeit nur Wahrheit gesagt. Ich frage mich jetzt allerdings, wenn er mit einer Frau telefoniert, wie haben Sie da alles so genau mitbekommen? Ach so, na, sie hat so laut geschrien ins Telefon. Auf Russisch hat sie geschrien, da habe ich jedes Wort verstanden. So laut hat sie geschrien, Hilfe, Hilfe. Und Wladimir, er ist gut, er hilft immer. Bin sicher, er hat geholfen. Ist hilfsbereit, ja. Wer hat Ihnen geholfen, Frau Gordienko? Bitte mir geholfen. Sehen Sie, verstehe mich schon ganz gut. Die Aussage über das Telefonat ist ja wohl ganz klar gelogen. Die Aussage, die Sie hier gerade tätigen. Nein, ist nicht gelogen. Ich lüge nicht. Sie sind doch zurzeit per Touristenvisum hier in Deutschland. Das heißt, Sie müssen bald wieder gehen, kaufen aber vor eineinhalb Wochen auf einmal im großen Stil Möbel. Wozu, wenn Sie bald wieder abhauen müssen, frage ich mich. Habe ich schöne Möbel gesehen, brauche Möbel, wollte Möbel kaufen. Darf ich keine Möbel kaufen hier? Sie dürfen das. In Moldawi darf ich nicht. Sie dürfen das, das wissen Sie auch ganz genau. Sie haben es ja auch problemlos geschafft, die Möbel zu kaufen. Ja. Da frage ich mich, wenn Sie in Kürze wieder gehen müssen. Wozu kaufen Sie noch Möbel? Das frage ich mich. Vielleicht, weil Sie sitzen, brauchen Möbel. Wollen Sie auf mich einreden? Hören Sie mal ganz kurz zu. Vielleicht kaufen Sie Möbel ja deshalb, weil Sie wissen, dass Sie noch lange hier bleiben können. Nein. Weil Ihnen jemand dabei helfen wird, nein, wenn Sie hier eine Gefälligkeitsaussage für den Angeklagten nein, tätigen. Nein, ich lüge nicht. Keiner hat mir was gesagt. Das ist nicht Wahrheit. Außerdem, wissen Sie, Herr Richter, gucken Sie mal, da sitzt Frauenschläger. Sie machen gar nichts. Das ist wichtiger hier als Möbel oder sowas. Mhm. Gut, reden wir doch mal darüber. Was wollen Sie denn mit diesen Fotos hier beweisen? Ich habe hier Fotos. Da ist eine Frau. Er war mit dieser Frau zusammen, hat sie auch geschlagen. Gut, dann bringen Sie mir mal die Fotos. Kann ich die Fotos vielleicht auch mal sehen? Ich habe Angst vor der. Na, Holze, Sie setzen sich jetzt wieder. Hier. Ich weiß ja gar nicht, wer die Frau auf den Fotos ist. Ob die überhaupt einwilligt, dass sie fotografiert natürlich worden ist. Die Frau oder zustimmt. Ob sie überhaupt einwilligt, dass natürlich die Fotos hier die Frau gezeigt zustimmt. Werden. Die Frau hat mir extra gesagt, Almira muss Fotos machen, damit Philipp, schön, damit wegen Beweis. Das ist ganz toll von dieser Frau. Warum ist sie jetzt nicht hier? Warum war sie nicht schon mal vorher bei der Polizei? Diese Frau? Die hat doch Angst vor dieser Philipp da. Die hat doch Angst und die ist jetzt gerade in seiner Wohnung und holt ihre Sachen aus der Wohnung, damit sie sie nicht mehr schlagen. Von welcher Frau redet? Nein, glaub denen doch das nicht. Hör doch auf, sowas zu denken. Die probieren doch hier nur, mich fertig zu machen. Sie war nicht so dumm, diese Frau, wie du, Elena. Jetzt mal ganz langsam. Frau Gordienko, ich habe Sie vorhin belehrt, dass Sie hier die Wahrheit sagen müssen. Ja. Haben Sie es noch in Erinnerung? Habe ich gemacht, habe ich Wahrheit gesagt. Damit habe ich schon auch gemeint, dass Sie zum Beispiel dem Gericht keine gefälschten Fotos vorlegen dürfen. Verstehe nicht, was habe ich nicht. Also wenn ich mir die Fotos hier so genau ansehe, dann sind das doch wohl Sie selbst, oder? Nein, das bin nicht ich. Mag ja sein, dass Sie hier eine Perücke tragen, aber ich erkenne doch diesen Leberfleck hier an der linken Halsseite. Den haben Sie doch auch. Und so viele Leute haben Leberfleck. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Also außerdem fällt mir hier auf, dass hier ein paar Details nicht stimmen. Schauen Sie mal, hier ist zum Beispiel ein Dekolleté mit blauen Flecken. Und schauen Sie mal, da ist die Lippe unversehrt. Verstehe. Und schauen Sie mal, da ist noch mal ein Foto mit diesem selben Hämatom hier. Und da ist plötzlich hier die Lippe blutig. Wie kann Herr das Richter, sein? Bitte schön. Ich weiß nicht, was Sie meinen, Herr Richter. Ich sehe das nicht. Sie sehen das nicht? Dann machen wir es mal anders, Herr Seedorf. Kommen Sie mal bitte her. Können Sie mal diese ganzen Fotos da an die Tafel hängen, ja? Aber sicher. Können Sie alle mal. Herr Seedorf, die Zeugin. Frau Gordienko, bleiben Sie hier. Warten Sie doch. Bitte, bitte. Polizei, es ist gerade ein Schusswechsel draußen auf dem Flur. Ruhig jetzt. Können Sie mal bitte ganz schnell... Sind Sie auf dem Weg? Okay. Beruhigen sich mal alle, die Wachtmeisterei schon benachrichtigt. Was ist denn los, was Sie also, Frau Gordienko hat Glück gehabt. Also, da ist ein Schuss gefahren, aber der hat sie verfehlt. Entschuldigung, und ist okay, hat oder? Geschossen? Also, das war irgendein Mann, aber das, wo sie flüchten wollte, der muss einfach abgedrückt haben. Keine Ahnung. Seien Sie ruhig. Aus die seien Sie jetzt ruhig. Wer sind Sie denn? Rutschet mir ja auf, bitte. Ja, der Weihnachtsmann bin ich nicht. Sehr lustig. Den Ausweis habe ich bei ihm schon gefunden. Und wie heißt er? Gleich von Ali. Hugo Esling. Der Chef der Wäscherei, sie eine an? Der ist ich habe überhaupt nichts gemacht, gar nichts. Werden wir schon aus beweisen. Er hat geschossen, haben Sie die Schusswaffe wenigstens? Die habe ich schon sichergestellt, ja. Dann machen Sie jetzt mal Folgendes, ja. Handschellen ist schon ganz richtig. Bringen Sie den mal unten hier an der Pforte. Hier. Sie sollen jetzt den Mund halten. Sie bringen den Herrn Esling mal unten in die Zelle. Vielleicht kann durchaus sein, dass ich an ihn auch noch Fragen zu stellen habe, ja. Und die Waffe, die nehmen Sie natürlich mal mit, das ist klar. Wobei das schon seltsam ist, dass er hier überhaupt mit einer Schusswaffe durch die Eingangskontrolle gelangen konnte. Ja? Das wird auch noch zu klären sein. Aber merkwürdiger Zufall, dass der Chef der Wäscherei auf eine Zeugin schießt. Herr Gordienko, wissen Sie vielleicht, ob das nicht mehr als ein Zufall war? Ich kenne den Typen nicht. Das können wir gleich klären. So, Frau Gordienko, kommen Sie noch mal bitte nach vorne. Wie geht's denn Ihnen? Brauchen Sie einen Arzt? Oder?
ich glaube nicht. Ich hab bisschen weiche Angst. Knie, hä? Setz dich doch besser mal hin. Fühl dich in der Lage, noch ein paar Fragen zu beantworten. Okay, ich will jetzt alles sagen, weil er wollte mich, ich will alle in den Knast kommen, weil er wollte mich umbringen. Den Eindruck habe ich auch. Ich erinnere Sie nochmal, dass Sie die Wahrheit sagen müssen. Ich erinnere Sie aber auch, oder ich belehre Sie jetzt auch, 55 StPO. Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich vielleicht selbst belasten könnten. Nein. Wieso sollte denn der Herr Essling Sie töten wollen? Herr Richter, Sie müssen verstehen, ich habe so eine Scheißsituation. Ich bin aus Moldawien gekommen. Moldawien ist sehr schlimm mit Touristenvisa, will hier bleiben, bitte. Aber wollte Arbeit suchen oder Möglichkeit, andere hier bleiben. Was ist denn andere Möglichkeiten, einen Mann zu heiraten oder, ja, was? Aber hat alles nicht geklappt. Und ich will nicht zurück nach Moldawien. Ist sehr schlimm, da nichts zu essen. Sind ganz schlimm. Und ja, dann habe ich angefangen hier, weil keine Arbeit, habe ich angefangen auf den, wie sagt man, Strich gehen. Also Sie haben ja als Prostituierte gearbeitet oder arbeiten auch jetzt noch? Ja, und habe Leute kennengelernt. Leute sagen, wir helfen dir, wir geben dir Aufenthaltsgenehmigung. Und ja... Wahrscheinlich ist mir aber egal gewesen. Aber jetzt passen Sie mal auf, sowas macht ja niemand außer einer Freundschaft der Menschheit gegenüber. Okay. Was sollte denn Ihre Gegenleistung dafür sein, dass Sie eine gefälschte Aufenthaltsgenehmigung bekommen? Ja, muss falsch Foto machen, muss sagen, damit er Philipp in den Knast kommt, muss sagen, Wladimir das Telefon gehört, muss sagen, damit Hugo und Wladimir zusammen Frauen schmuggeln können nach Deutschland. Ich glaube nicht, aber was ist mit dir plötzlich passiert? Aber das haben Sie nicht in Wahrheit. Haben Sie nicht gehört? Ich habe Telefon nicht gehört. Wladimir war mit Telefon in ein anderes Zimmer. Ich weiß nicht, wer angerufen. Du hast das ja los. Mal ganz ruhig. Und wer sind die Leute, von denen Sie hier sprechen? Ja, Hugo arbeitet für Wladimir. Hugo arbeitet für Wladimir, jetzt habe ich gesagt. Ich kenne den Typen nicht, gar nicht. Naja, du kennst ihn. Außerdem, Herr Roguzenko, haben nur Sie etwas von der gelogenen Aussage dieser Zeugin hier. Ich habe keinen Schimmer, was hier läuft. Ich kenne diesen Typ nicht. Das stimmt nicht. Jelena, sag doch bitte mal was. Bitte, Jelena, willst du, dass sie Walter Mädchen umbringen? Willst du? Das ist alles erlogen. Ist nicht erlogen. Jelena, скажи что-нибудь. Die hat nur Angst. Die weiß alles. Die hat nur Angst. Was soll sie denn wissen, die Frau zu Jelena? Die weiß alles, was diese Typen schlimme machen, Sachen, so Frauen schmuggeln, die weiß alles, aber die sagt nicht, weil die hat nur Angst. Frau Zweber, wollen Sie nicht langsam doch was sagen? Dann sag ich es jetzt. Nein, tut sie nicht. Doch, ich hab doch die ganze Scheiße mit verbockt. Dann muss ich da jetzt durch. Aber meine Schuld, das ist meine Schuld alles, nicht... Also jetzt mal der Wahrheit nach, Sie sind die Schwester von Frau Zweber, ja? Ja, Natalia Schmidt. Ich bin Elenas Halbschwester. Mhm. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich weiß, warum Wladimir meine Schwester verprügelt hat. Da steckt noch viel mehr dahinter. Aha. Gut, dann kommen Sie doch jetzt mal nach vorn. Hm? Dann, Frau Gottgenko, nehmen Sie mal hinten Platz. Ich habe Angst. Sie bleiben unvereidigt. Ja, dann reden wir doch mal mit der Frau Schmidt hier. Also, dann vernehme ich Sie jetzt hier als Zeugin. Ich belehre Sie vorab, dass Sie als Zeugin natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ich belehre Sie aber auch, § 55 StPO, Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst, Sie haben ja gerade gesagt, ich habe das alles verbockt, oder Ihre Schwester irgendwie belasten könnten damit, ja? Also, den Namen habe ich schon. Natalia Schmidt, sagten Sie. Wie alt sind Sie denn? 27. Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? Die Deutsche. Ich bin in Deutschland geboren und meine Mutter ist Deutsche. Mein Vater ist aus Moldau, aber er ist schon vor Jahren zurück in die Heimat und hat dann dort Elenas Mutter geheiratet. Dann bräuchte ich noch Ihren Wohnort, Familienstand und Beruf. Ich wohne in Braunschweig, bin verheiratet und arbeite als Dolmetscherin. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten? Nein. Sie wollen also wissen, wieso Ihre Halbschwester vom Angeklagten geschlagen worden ist? Ja, es ist so. Elena und ich haben uns erst vor ein paar Jahren kennengelernt. Aber ich wusste schon immer, dass es ihr Traum war, nach Deutschland zu kommen. Wir haben dann immer öfter regelmäßig miteinander gesprochen und uns richtig gut angefreundet. Und eines Tages hat sie plötzlich aus Deutschland angerufen. Das war vor, ja, circa 2 Jahren. Und ich war erst total happy und habe mich gefreut. Aber dann hat sie direkt erzählt, dass sie in Schwierigkeiten steckt und nur ich ihr helfen kann. Und in welchen Schwierigkeiten? Sie hat sich von Menschenhändlern nach Deutschland bringen lassen. Und das ohne einen Cent dafür zu bezahlen. Die Bezahlung sollte ich dann sein. Sie, Frau Schmidt? Ja. Die Schleuser hatten herausgefunden, dass ich
ganz oft bei der Polizei als Übersetzerin arbeite. Also haben sie Elena einfach mitgenommen und gesagt, es wäre ein Freundschaftsdienst. Aber als sie dann hier in Deutschland waren, da haben sie sie unter Druck gesetzt. Ich sollte sie über den Stand der Ermittlungen am Laufen halten, in denen einige von ihren Bekannten involviert waren. Und ich sollte gelegentlich falsch übersetzen. Und wenn ich es nicht tue, dann sollte es Elena in den Kragen gehen. Ist ja kein Kavaliersdelikt, hä? Öffentlich bestellte und vereidigte Dolmetscherin. Und Sie haben sich auf diesen Deal eingelassen? Ja. Ich bin da jetzt auch ein bisschen entsetzt, ne? Ich meine, Sie haben auch einen Eid geleistet. Sie wissen, wozu Sie sich verpflichtet haben. Sie können sich erpressen lassen. Ja, ich weiß. Aber ich hatte doch solche Angst um meine Schwester. Ich weiß, dass ich Mist gebaut habe. Aber ich habe gedacht, ich muss das nur einmal machen. Das heißt, ich kann annehmen, dass es nicht bei einmal geblieben ist. Die wollten immer mehr wissen. Und ich sollte immer mehr machen, bis ich nicht mehr konnte. Ich meine, meine Kollegen, die sind doch auch misstrauisch geworden. Sie waren also der Maulwurf, Frau Schmidt? Ja. Hm. Und meine Kollegen hatten mich auch im Verdacht. Deshalb habe ich den Typen gesagt, dass ich aussteige. Und keine zwei Tage später haben die Elena total übel zugerichtet. Wann war das? Eine Woche vor der Sache in der Wäscherei. Das war doch da, wo Wladimir dich so angeschrien hat. Von ihm hast du die blauen Flecken, habe ich doch gesagt. Ja, alle alten blauen Flecken sind von Wladimir. Und sind Sie dann zur Polizei? Nein. Wir wollten heimlich zusammen abhauen. Aber Wladimir hat Wind von dem Plan bekommen. Und deshalb hat er Elena in der Wäscherei so geschlagen. Vor zwei Jahren. Können Sie sich jetzt vielleicht wieder an mehr erinnern? Alles, wie Natalia gesagt. Und was war jetzt in der Wäscherei? Wladimir hat mich geschlagen. Und dann Philipp wollte helfen und wegen mir Messer im Bauch, fast tot. Und wieso haben Sie es nicht gleich gesagt? Natalia, Job und Arbeit und verlieren und muss ins Gefängnis oder ich weiß nicht. Und ich hatte Angst um sie. Natürlich wird Ihre Schwester sich selbst zu verantworten haben, das ist Ihnen klar. Und ich denke beruflich, das können Sie abhaken. Aber trotzdem bleiben wir mal bei Ihnen, Frau Zwerber. Was ist denn jetzt mit diesen angeblichen Schulden beim Angeklagten? Es gibt keine Schulden. Es waren Informationen. Er wollte Informationen haben und immer wieder Informationen von mir und von Natalia. Frau Zwerber, der Angeklagte hat Sie also nach Deutschland geschleust, ja? Und noch andere Mädchen. Es waren mit mir noch 10 und das macht er oft. Alles erstunken und erlogen. Ist es nicht? Und ich kann es beweisen. Ich habe die Telefonate ja mit Absicht falsch übersetzt, die Polizei aufgenommen haben, als sie euch überwacht haben. Und wenn ich nur ein paar davon richtig übersetze, dann bist du dran. Ja, gut, jetzt ist es nur so, sie werden gar nicht mehr übersetzt. Weder für die Polizei noch für die Staatsanwaltschaft, weil sie einfach für diese Dienste nicht tragbar sind. Das muss man einfach mal ganz klar und nüchtern so festhalten. Aber wir haben jetzt genug Beweise gegen Herrn Rodzenko, denke ich, damit es sich lohnt, das Verfahren gegen ihn wieder aufzunehmen. Wegen des Vorwurfs Menschenhandels, da werden wir sehen. Wir werden sicherlich deutlich weiterkommen und sie der Tat überführen können, Herr Rodzenko. Noch mal eine Frage an die Frau Zweiber. Was ist mit Ihrem Handy nach der Tat passiert? Hugo Essling war im Krankenhaus und mir weg. Handy weg. Also Sie haben es ganz und gar nicht verloren. Man hat es Ihnen weggenommen. Noch weitere Fragen? Keine, danke. Keine. Dann bleiben sowohl Sie unvereidigt, Frau Schmidt, dann bleibt die Frau Zweiber unvereidigt. Nehmen Sie mal bitte noch mal hinten Platz auf die Aussage des Sachverständigen. Ja. Dr. Bär kann dann wohl verzichtet werden, oder? Ja. Weil es steht ja außer Frage, dass die Frau Zweiber sich erinnern kann. Gut, dann haben wir noch Auszug aus dem Bundeszentralregister. Sie sind nicht vorverstraft in Deutschland, keine Eintragung. Wenn keine weiteren Erklärungen abgegeben werden, dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Muss nicht der Verteidiger schrecklich, wenn ein Verteidiger zum Spielball seines Mandanten wird. Kein Vorwurf an Sie, Herr Vorländer. Es zeigt nur, wie höllisch ein Verteidiger immer aufpassen muss, immer die Aktenlage im Griff zu behalten und sich nicht auf einmal auf abenteuerliche Ausführungen seines schwerstkriminellen Mandanten zu verlassen. Alles war wie angeklagt. Das war an sich von Anfang an klar. Wir hatten die glaubhafte Aussage von Herrn Dollhäubel gehabt, die Geschichte mit der falschen Funkzelle und dann noch die Situation, dass der Angeklagte eine halbe Stunde gebraucht hatte, bis er dann endlich am Tatort auf den Hilferuf hin aufgetaucht ist. Wir haben dann jetzt die Aussage, endlich die Aussage der Geschädigten, ebenso glaubhaft wie die Aussage der Halbschwester. Da stimmt alles bis ins Detail, auch die Ausführungen zu dem Maulwurf, den wir so lange gesucht haben. Das heißt, Herr Rogozenko, auf Sie wird einiges zukommen. Und nach meinem Dafürhalten bereits heute schon. Ich beantrage den Angeklagten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 10 Jahren zu verurteilen. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Bundesgericht, Herr Staatsanwalt, hier geht es ja überhaupt nicht um Spielbälle. Aber hier geht es in der Tat um Zweifel, die aus meiner Sicht im Raum stehen bleiben. Wir haben einmal die Einlassung meines Mandanten und zum anderen eine doch sehr eigenartige Wolte hier kurz vor Schluss von der Geschädigten und ihrer Halbschwester. Und was haben
haben wir noch den Herrn Holzer, der aus meiner Sicht genauso als Täter in Frage kommt, weshalb seine Aussage als Zeuge nun wirklich mit allergrößter Vorsicht zu genießen ist und zu genießen bleibt. Und wir haben dann noch den Herrn Dollhäupl, der sich hier doch vor allem durch eines ausgezeichnet hat, nämlich durch massive Vorurteile gegenüber meinem Mandanten. Ich beantrage deshalb im Zweifel für den Angeklagten Freispruch. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Herr Rogozenko, Sie haben beide Anträge nun gehört. Sie können sich jetzt selbst noch verteidigen und Sie haben auch das letzte Wort. Nee, bin unschuldig. Keinen Wort mehr. Gut, dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Der Angeklagte Wladimir Rogozenko ist schuldig der versuchten Nötigung in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung, in Tatmehrheit mit versuchten Totschlag, in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Paragraphen 212 Absatz 1, 223 Absatz 1, 224 Absatz 1 Nummer 2, 240 Absatz 1, 2 und 3, 22, 23, 52 und 53 Strafgesetzbuch. Er wird deshalb zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 9 Jahren sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Das geht noch der Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Braunschweig vom 23. März 2009 bleibt aufrechterhalten und in Vollzug. Alle Zeugenaussagen passen zueinander. Und wäre das Ganze ein Komplott gewesen, dann hätte man sich doch etwas früher abgestimmt als erst hier in der Hauptverhandlung nach diesem Schusswechsel draußen auf dem Flur. Und man hätte wohl nicht hier eingeräumt, dass die Natalie Schmidt hier selbst schwere Straftaten begangen hat, wofür sie, und das muss ich Ihnen leider sagen, auch eine Haftstrafe zu erwarten haben. Da kennt die Justiz keinen Spaß. Und alle Zeugenaussagen passen auch zur Spurenlage. Stellvertretend nenne ich hier nur dieses Hemd des Angeklagten, auf dem sich ja das Blut von Elena Zwerewa befunden hat und eben nicht auf dem Hemd des Herrn Holzer. Ja? So, wir sind daher überzeugt, Sie haben die Frau Zwerewa geschlagen, Sie haben auf den Herrn Holzer eingestochen, als der dazukam. Wenn man jemand in den Bauch sticht mit solch einem Messer, müssen wir nicht darüber diskutieren, ob man da in Kauf nimmt, dass er dabei sterben könnte. Man kann darüber nachdenken, ob das ein Mordversuch war, aber wir sehen das so, ihnen ging es in erster Linie nicht darum, irgendwelche Straftaten zu verdecken oder neue zu ermöglichen, sondern in dem Moment den Angreifer loszuwerden und so sind wir beim versuchten Totschlag gelandet. Wir halten für angemessen 1 Jahr und 6 Monate Freiheitsstrafe für das, was sie Elena angetan haben. Ja, und 8 Jahre für den Totschlagsversuch an dem Herrn Holzer, macht nach den Regeln der Gesamtstrafenbildung eben nicht 9,5 Jahre, sondern 9 Jahre Gesamtfreiheitsstrafe. Allerdings können Sie gegen das Urteil noch innerhalb einer Woche Revision einlegen. Ist aber auch noch nicht Ende der Fahnenstange. Ich glaube, es kommt ein weiteres Verfahren auf Sie zu, wegen Menschenhandels, wegen Schleuserei und so weiter und so fort. Und wenn Sie dafür auch noch verurteilt werden, wird sicher etwas darauf gesattelt, was am Ende zu einer zweistelligen Gesamtfreiheitsstrafe führen wird. Ja, Herr Holzer, jetzt wissen Sie wenigstens, warum sich Ihr Verlobter in letzter Zeit so seltsam verhalten hat. Mit der Liebe hat das Ganze und gar nichts zu tun gehabt. Leider muss sie jetzt natürlich wieder ausreisen, das ist klar. Sie ist ja schon abgeschoben worden. Aber das sollte Sie beide nicht entmutigen, denn die Liebe findet irgendwann immer ihren Weg. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Wladimir Rogozenko wurde in einem weiteren Verfahren wegen gemeinschaftlichen Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, Zuhälterei, Körperverletzung und Einschleusens von Ausländern unter Einbeziehung des heutigen Urteils zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt. Hugo Essling wurde ebenfalls wegen gemeinschaftlichen Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, Zuhälterei, Einschleusen von Ausländern sowie wegen versuchten Mordes und versuchter Anstiftung zur uneidlichen Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 12 Jahren verurteilt. Das Ermittlungsverfahren gegen Elena Zwerewa wegen versuchter Strafvereitelung und uneidlicher Falschaussage wurde wegen deren Ausweisung eingestellt. Almira Gordienko wurde wegen versuchter Strafvereitelung zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 50 Euro, also insgesamt 4.500 Euro verurteilt. Natalia Schmidt wurde wegen Strafvereitelung und Verletzung besonderer Geheimhaltungspflichten zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 8 Monaten verurteilt.